Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Ich habe hier P gedrückt. So. Wir müssen gucken, dass wir. Der hat die Maschinenpistole. Körper. Wie schnell ist der gerade noch? Maschinengewehr mal nicht. 3,71. Ja. 4,2. 3,7, 4,4. Dreck, ja, hin zur Lagerzone. Offensichtlich haben die da nicht mehr so das Interesse gerade. Dann nutzen wir mal gerade die Pause. Das ist vielleicht ein bisschen sehr gewagt. Kein freier Lagerplatz. Gibt es irgendwas anderes Sinnvolles, was die... Ja, hack einfach mal da ein Stück weiter ab. Denn weg muss es. Wolle. Der kann das nicht. Was war denn das für einer? Konstruktion 13. Ansonsten Handwerk. Ja, der kann sonst eigentlich nix. Ja gut, dann kann ich da jetzt auch nicht viel einen Auftrag geben. Ja, geht halt spazieren. Ach so, Wolle kann handwerken, dann kann er das machen. Und da hätte ich, kann ich natürlich auch was zwischenbauen dann. Er zieht leider nicht nach oben. Und du? Konstruktionsfähigkeit zu niedrig, okay. Ist leckere Mahlzeit. Ein Material. Hier drin ist es recht angenehm. Kann sein, dass sie dann ein bisschen laufen muss. 4,1, 2,26 und 2, ja, die sind beide ziemlich im Eimer. Lala.
Habe ich hier das mit dem Home nicht gesetzt? Zone, Heimatgebiet, doch. Aber die Fallen sind auch jetzt nicht neu. Also muss man auch wieder neu setzen manuell. Das ist ein bisschen dämlich. Geht etwas spazieren. Kann auch keine Nahrung. Nahrung gibt es nicht. Wildtiere. Alpakas haben wir. Aber dazu sollten wir erstmal gucken, dass wir die weg haben. Krankheit, Grippe. Oh Gott, okay. Der auch. Mhm. Das hat mir jetzt gerade noch so gefehlt. Ja, ich brauche sowohl Stahl, um das Ding zu bauen, als auch um die Fallen wieder aufzustellen. Der ist auf jeden Fall schneller als der Rest. Selbst mit Grippe. Also nicht als der Rest, aber als die Gegner. So, das muss reichen. Der geht jetzt da und versucht, die in die Fallen zu locken oder zu erschießen. Und ja. Holz bräuchten wir auch noch. Wobei, das hier können wir auch einfach aus was anderem bauen. Strukturen. Armor. Nochmal anschließen können sie ihn nicht. Theoretisch könnte ich die auch hin und her kalten. Ja, die Batterien sind bald alle. Das heißt, auch das Schmelzen hört dann auf. Ja. Und wenn das Schmelzen aufhört, dann muss ich hier oben das abbauen. Ansonsten habe ich nicht genug. Im Freien sind es 53 Grad. Behandlung benötigt. Ach so, ja. Wolle. Hitzschlag, erste Anzeichen. Weil es hier 53 Grad, 64 Grad sind. Mhm. Ja. Ja. Entfernt Dreck. Der baut da unten die Falle. Ja. So. Unten. Ja. So, und der ist fast tot.
Sauber. Der kann jetzt dann da hin und das Ding kaputt schießen. Der Strom ist jetzt alle. Ja. Der ist denn jetzt am Verarzten, das passt. Mhm. Was ist ihr Problem? Ja, sengende Hitze. Ich muss halt dummerweise da hinten abmeinen. Machen wir die erstmal wieder weg, damit ich das Stahl, den Stahl nicht dahin bringe. Untätig. Der ist behandelt. War noch irgendwer anders, der kaputt war? Hitzschlag. Ja, die kommt aber gleich wieder rein. Grippe, versteckt. Hitzschlag. Grippe. Hitzschlag. Ja, okay. Ja, das sieht dann ganz gut aus. Theoretisch. Holz habe ich allerdings auch keinen, um die Dinger hier intakt zu halten. Ja, ich könnte die in Heimat zurück beordern, damit die da nicht mehr rauslaufen. Oder halt die Aufgaben von denen entfernen. Drei untätig. Ja, das ist ein bisschen... Ja. Vor der Tür ist es 29. Das geht. Ja, ist ein bisschen ungünstig hier. Ich weiß gerade nicht, was ich denen verpassen sagen soll. Die dürfen halt eigentlich nicht raus und drin können sie nichts machen. Können hier arbeiten. Hier ist aber auch 35 Grad. Eigentlich müsste halt irgendjemand Holz hacken. Die machen wir jetzt auch mal gerade weg. Holz hacken ist aber gerade ein bisschen ungünstig hier mit den Bäumen. So.
Ja. Ich hoffe mal, dass da ein bisschen was bei rumkommt. Der hat wahrscheinlich auch schon. Ja, Hitzschlag, erste Anzeichen. Robin Stout. Ja, das muss weg. Machen wir hier die auch noch platt. Ich nehme an, dass da bei einigen auch gar nichts bei rauskommt, genau. Scheint überhaupt nichts bei rauszukommen. Also die machen noch keinen Sinn. Holz gibt es nicht. Der da ist bereit. Ja, dann mal los. Das hier sind alles Bäume, die noch im Wachstum sind und das nutzt mir nichts. Die halt noch bei unter 50% sind. Weiß nicht, ob die Chance da erhöht, wenn man rangeht. Ja, anscheinend schon. Ein Kolonist untätig. Ja. Nichts zu machen. Der ist auch bereit. Und dann ist der auch bereit. Okay. Hier haben wir auch 53 Grad. Hier ist es kühl. Verwirrung. Ja. Ich halte die mal im Rückzugsgebiet alle. Ja, der eigentlich nicht. Moment. So. Skylar und Element dürfen nach woanders hin. Nein, du gehst weiter. Dann müssten wir eventuell die Hunde losschicken, um das zu holen. Vier Kolonisten untätig. Oh, die Tür hatte ich auch. Na gut, na, das muss. Die muss zu, eigentlich. Ja. Wobei, da hatten wir auch eine Tür. Na, okay, dann ist es wurscht. Das Anzeichen. Bam, bam, bam.
Das hier wird dann auch kaputt gehen. 27 Tage. Noch nicht mal forschen können wir jetzt. Bim, bim, bim. Müssen wir nochmal gucken. Element ist vom letzten Baum. Aha, okay, wunderbar. Dann darf der das ja mit nach Hause nehmen. Und Kitten hat keine Hitze-Dings-Anzeichen. Beschränkung auf Falle. Das heißt, die kann jetzt das hier mitnehmen. Den anderen Kram kann man dann später mal mitnehmen. Ja, genug ist das leider immer noch nicht. Wir haben 9. Grippe, leicht versteckt. Ja, mit dem Hitzschlag sind sie zumindest jetzt wieder okay. Die Räume sind eigentlich auch okay. Ja, wir könnten halt sagen, hier das hier mal schnell ein bisschen abbauen. Zuweisung von allen auf Falle. Dann müssen wir die halt zwischendurch da wieder zurückschicken. Der kann das nicht machen. Der auch nicht. Das ist Will. Ja, hilft ja nix. Tiere. Die können auch wieder raus. Machen wir erstmal wieder aus. Rob Skyler. Okay, wenn der soweit im Eimer ist. 19 Uhr sollte der sich auf jeden Fall erstmal entspannen. Da ist er doch sowieso für eingetragen, wunderbar. Ja, ich hätte die Fallen da nicht fertig bauen dürfen. Eventuell ist es effizienter, diese Felsen, das quasi die, denn das Dach erstmal wegzuarbeiten und das hier in Betrieb zu nehmen. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, der schnellste ist er nicht. Hätte ich umgekehrt machen müssen, weil die deutlich schneller war.
So, das Holz wird auch abtransportiert. Dann können wir hier die Kühlung wieder verwenden. Ja. Das kann der auch gerade machen. Die war, glaube ich, super im Bergbau. Ja. Hat die irgendwie... Rastet die bald aus? Nee. Ja, doch, eigentlich schon. Wegen verrottete Leiche gesehen. Ja, gut. 0,3 Stunden. Eis. Ja. Kann man nichts machen. Ja, dann sollte man vielleicht die da erstmal nicht losschicken. Mhm. Dem geht sogar ziemlich gut hier draußen. Wir sind bei 92. Ja, da läuft noch einer. Betet. Machen wir noch einen. Kühlt natürlich auch nicht alles, selbst wenn wir das im Betrieb haben. Behandlung benötigt. Ja, das ist das Übliche. Wie lange kann der noch? Der ist immer noch topfit. Dann machen wir das auch noch. So lange, bis er nicht mehr kann. Oh, jetzt hat er... Nö, keine Behandlung. Vielleicht, dass es bald abläuft. Nö. Mach seine gute Arbeit. Hunger. Ja gut, das ist selber schuld. Mhm. Sobald die Hunde wieder wach werden, können die dann den ganzen Müll da hinten abtransportieren. Okay, der ist... Wieso ruht denn der sich aus? Weil ich mir das gesagt habe. Ja, okay. Schöpfung. So, die Hunde sind wieder los. Ja, die Hitzewelle ist nicht so optimal. Und theoretisch müsste ich hier in mein Gangsystem rein auch noch so Klimadinger haben. Wobei ich das ja machen könnte sogar.
Indem ich quasi hier einen Hohlraum schaffe und da die heiße Luft einfach reinschicke. Man könnte ja beispielsweise dort einfach so ein Klimading bauen. Nee. Hier, die können wir jetzt auch einsammeln. Ja, der hat Besseres zu tun. Wir müssen die hier abarbeiten. Und dann Strom, die Turbine wieder bauen. So. Ja. Ja, er hätte natürlich auch Zeug mitnehmen können. Du sollst niemanden trainieren. Kolonist untätig. Forschen kann er nicht. Das kann er auch nicht. Absoluter Erholungsmangel. Ja, mach das doch. 9 Uhr. Ja. Erschöpfung. Nicht, dass sie da umfällt und ertrinkt. Okay, das Ding wird jetzt gebaut. Ja, das hier ist halt doof. Das müsste man aber doch auch reparieren. Ach so, weil ich das nicht mehr als Heimatgebiet habe. So, muss ja auch einer reparieren. Jo. Der muss, ja, der darf erstmal zu Ende essen. So. Du sollst den da, ja. Wunderbar. Da haben wir wieder Strom. Und die dreht auch direkt ganz ordentlich auf. Dann machen wir hier das auch wieder an. Riesige Käfer graben sich zu dir durch. Sie werden jeden Moment durchbrechen und eine Kolonie errichten. Die Käferkolonien werden langsam Käfer und weitere Kolonien generieren. Wenn du nicht willst, dass das ganze Gebiet befallen, nimm deine Truppen und zerstöre die Kolonien. Aber Vorsicht, die Käfer werden ihre Wohnungen verteidigen. Was zur Hölle?
Dann müssten wir hier aber wahrscheinlich Nahkampfwaffen holen. Vielleicht könnten wir auch die dazu bringen, zu helfen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir hier Nahkampfwaffen bräuchten. Tiere. Die gehen mal zum Rückzug. Naja, der holt sich die Waffe. Was braucht denn der überhaupt noch für Training? Transport. 1. Okay. Der hat sich die Pistole genommen. Ein Mini-Geschütz. Strom hat's ja. Ja, dann machen wir das. Sandsäcke. Oh, okay, das sind 4 Käfer. Shit. Lauf. Ne, das wird hier nicht überleben. Konstruktionsfähigkeit zu niedrig. Wer kann denn das bauen? Will. Ne, kann er ja gar nicht. Ja, die ist wieder fit. Ja, aber die... Mit ein bisschen Glück kriegen wir die da rausgeholt. Mit dem... Nein, er läuft aber nicht rein. Die ist fast im Eimer, die kann jeden Moment umkippen. Mhm.
Ah, okay, die laufen da durch. Das ist gar nicht so schlecht. So, viel Spaß. Aber der will da durch. Das können wir natürlich auch vergessen. Tod in 4. Naja, ist ja doof, dass man die halt da nicht gescheit durchmanövrieren kann. Das macht überhaupt keinen Sinn. Tötet sie! Der baut das. Okay, dann versuchen wir denen da zu helfen. Ah, okay, der greift jetzt da von hinten mit an. Sabba, sabba, sabba. Aha. Das Ding ist fertig. Weiß aber nicht, ob das so gut wäre, da jetzt die Tür zu öffnen, ohne das zu müssen. Das ist so dämlich. Das heißt aber auch, wenn ich mit dem jetzt da oben ein Bett hinbauen wollte. Dass der auch da durchlaufen würde. Oder? Holz, ne, Marmor hätten wir. Architekt. Möbel. Marmor. Sagen wir einfach, da bauen wir jetzt. Achso. Da bauen wir jetzt das Bett hin, ne? Mhm. Du sollst den Philipp dann nicht trainieren. Geh mal schön weg. Er will da durchlaufen. Ja, das wird auch nicht funktionieren. Der wird dann von dem Käfer angegriffen werden. Okay, der kommt. Der nächste.
Das sieht gut aus. Mit ihr wird's allerdings so langsam dann schon eng. 3 Stunden. Aha. Ja, ist schon ganz gut, da so einen Tank zu haben. So, der kann jetzt die Tür aufmachen. Die bleibt auf. Oh shit. Ah, okay. Aber jetzt steht das im Nahkampf. Da ist alles im Eimer. Retten. Das Ding macht das jetzt kaputt. Ne, es schießt. Wunderbar. Jetzt müssen wir mal gerade abwarten. Wunderbar. Retten. Mhm. Ist Riesenspinne. Das habe ich noch mal ganz ordentlich überstanden. Ich glaube, die Dinger müssten aber zerstört werden. Behandeln erfolgt bereits. Mhm. Bevor da noch mehr rauskommt. Ist ja jetzt eine tolle Nahrungskammer. Ja, okay, das ist nichts Ernstes. Was ist das? Insektengelee. Ah, extreme Erschöpfung. Ja, okay. Vielleicht warten wir damit erst noch. Den können wir wieder... Ja. Der wird wahrscheinlich auch noch verbluten. Tot in 5 Stunden. Jetzt laufen die da alle quer durch. Ist doch nicht. Geh hier hin. Der wartet mal grad.
Die ist okay, ich, oder? Ja. Schmerzschock, aber die lebt noch. Bringen wir erstmal dieses Ding noch um. Töten. Ach, da ist noch mehr, was ein bisschen kaputt ist. Okay. So, dann. Ja. 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 Das macht sich schön in der Nahrungskammer. Jedenfalls haben wir hier Strom. Bräuchten wir noch ein Bett für? Machen wir mal. Tod in 3 Stunden. Der ist kaputt. Töten. Und da müsste noch einer sein, der lebt. Da, töten. So, wo ist der Rob? Okay. Handeln. Da ist auch noch einer, der muss ja aber dann verblutet sein. Der wird geschlachtet. So. Strom ein. Oha. Ordentlich Nahrung haben sie mir gebracht. Naja, gut, es ist weniger, als es, als es aussieht. Die haben mich auf jeden Fall gut gerettet. Ich glaube, ohne diese Kolonie hätte ich ein kleines Problem gehabt. Ohne diese Karawane, meine ich. Das hier kann man abreißen. Das ist jetzt auch so der optimale so Horror-Science-Fiction-Raum. Da ist alles versifft, in der Ecke glimmt noch so eine Lampe. Deinstallieren, neu installieren. Ja. Hat halt da eigentlich keinen Strom. Naja, jetzt haben wir sie schon gebaut, jetzt können wir sie auch erstmal nutzen. Aber wohin setze ich die am besten? Wahrscheinlich sogar hierhin.
Ja, machen wir es so. Haben wir allerdings keine Leitung hin. Wutanfall. Auf zufällige Möbel. Ja, okay. Das hier machen wir erstmal neu installieren. Hier hin. Oder dahin. Dann kann das hier diese Dinger nämlich noch mit abwehren. Ja, das ist okay. Wurde der schon verarztet? Ja. Das hier wird jetzt eigentlich alles gekühlt, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ach, das hier ist im Freien. Das ist schon schlecht. Das sollte man natürlich dann schließen. Klar, da habe ich jetzt bin ich hier durchgebrochen. Achso, die Hunde, Tiere. Die können wieder überall hin. Was mir jetzt auch ordentlich helfen sollte, indem die diesen Kram da sortieren. Zone, Heimatgebiet, das passt. Rayla ist an Wundinfektion erkrankt. Die Infektion ist in ihrem rechtes Bein. Stelle sicher, dass du ein Krankenbett und einen Arzt hast. Sorge dafür, dass Rayla eine vernünftige Behandlung bekommt und so viel Zeit wie möglich im Bett verbringt, um sich schnell zu erholen. Aha. Wie gut, dass der gerade einen Wutanfall hat. Haben wir noch einen anderen Heiler? Arzt. Will. Behandeln. Ah, nicht kaputt machen, bitte. Was eine Kleidung. Na gut, für Kleidung habe ich jetzt wahrscheinlich auch keine Zeit. Kann auch zur Not eigentlich was in dem anderen Kram da unten nehmen. Stoffhemd, ja. Ja, aber doch, da haben wir welche. Na, die haben wir glücklicherweise retten können. Wow, versorgt Rayla. Nicht so wahnsinnig gehalten. Blutverlust extrem. Der ist jetzt hier umgefallen. Ja klar, weil der Raum ist im Moment nicht so funktionstüchtig. Dem geht es aber ansonsten gut. Er soll einfach hier mal Schleim und so wegmachen. Okay, der ist verblutet. Ja, Strom an. Ja.
Er muss halt hier jetzt immer wieder an den Leichen vorbei. Moment, da macht der das Ding mal an und verbrennt dann die Leichen. Hat keinen Wutanfall mehr, wunderbar. Ich hoffe, dass die Hitzewelle bald vorbei ist. Der ist wieder umgefallen. Naja, schläft. So, dann soll der erstmal nicht tragen. Kein frei erreichbarer Lagerplatz. Wieso ist denn das Ding gerade nicht an? Strom. Das sollte eigentlich. Ah ne, es ist zu wenig drin. Okay. Die Lampe könnten wir vielleicht ausmachen. Und das auch. Ja. Das kann auch weg. Mhm. So, sauber machen. Gut, ja, dann mache ich auch hier einen Schnitt. Das war jedenfalls mal wieder ein bisschen interessanter hier mit der Verteidigung. Und mit der Hitzewelle und dem Angriff hier. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich hier wieder so ein bisschen rauswinde und hoffentlich das hier auch mal gebacken bekomme. Das kann weg. Ja, also dann schauen wir beim nächsten Mal hier weiter. Bis denne!